Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute haben wir von Creality den Ender 3 3D-Drucker. Ich habe es einfach nicht so mit Namen. Ender 3 ist ein 3D-Drucker. Ja. Das Ganze kommt, wenn ihr euch bestellt. Wenn ihr ich fange nochmal neu, Mann. Meine Güte, was ist denn gerade los? Ender 3, 3D-Drucker. Gut. Also, machen wir nochmal neu. Deswegen ist das Ganze live. Hier kann ich es nicht rausschneiden. Nach einem Video kann ich es rausschneiden. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute haben wir von Creality den Ender 3 3D-Drucker. Wenn ihr euch das Ganze bei Amazon, bei AliExpress oder wie sie alle heißen bestellt, bekommt ihr dieses hübsche große Paket als Bausatz. Sprich, dieser Drucker ist nicht komplett assembled. Dafür müsst ihr noch ein bisschen was tun. Und was ihr tun müsst, sagt euch eine Anleitung. Ich schalte mal um. Hier haben wir die Anleitung. Mit bla 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 der Liste, was wir alles haben sollten. Und unseren Assembly Steps. Das sind insgesamt 12 Steps. In verschiedenen Sprachen, wobei ich noch nicht so ganz verstanden habe, wieso wir da verschiedene Sprachen brauchen, aber okay. Das ist auch lustig. Hä? Okay. Elenco 1, Elenco 2, Phase 1, Phase 2, Schritt 3, Schritt 4. Phase 5, Phase 6, Phase 7, Phase 8, Phase 9, Phase 10, Schritt 11, Schritt 12. Ich glaube, da haben sie Deutsch und ich weiß nicht, was das für eine Sprache ist. Ich hätte jetzt mal gesagt, Italienisch? Oder ist das? Okay, da bin ich tatsächlich raus, aber. Aber halt. Okay, steht hier auch nicht. Schade. Ja, hier ist unsere Liste. Was wir tun müssten. Das heißt, das nehmen wir einmal runter, das ist gut eingeklemmt. Da finden wir unsere After-Sales-Service-Karte und unsere Einzelteile vom 3D-Drucker. Das ist nicht ganz im Bild, aber der Tisch ist zu klein. Wir haben hier an der Seite unsere Rails hübsch eingepackt. Okay, das ist ein Stück. Oh, ist das schwer. Hier sind unsere zwei Motoren. Hier ist auch ein QR-Code. Okay, Mann, ist das Ding schwer. Krass. Das Paket an sich ist auch echt schwer. Okay, hier ist nochmal. Okay, hier ist das Display. Okay. Display. Wahrscheinlich mit Mainboard oder ist es nur das Display? Ich weiß nicht. Das ist ein Druckknopf, Drehknopf. Andrew. Das Netzteil. Vor dem habe ich ja immer so Respekt. So ein Netzteil irgendwo, wenn es ein bisschen offen ist. Ich glaube, das holen wir zum Schluss raus. Wie darf ich den jetzt anfassen? Ich will nichts kaputt machen. Ah, okay. Oje, das ist ein Stück mit unseren Nosen. Scheiße, ich brauche mehr Platz. Ich leg das einmal kurz zur Seite. Okay. Hier ist ein zweites Fach drunter. Verdammt. Oh. Unser Netzteil, 420 Watt. Wenn ich richtig gelesen habe. Ne, 360 Watt. 24 Volt mit einem anderen Ausschalter sogar. Und es gibt eine zweite Ebene, verdammt. Kabel. Sogar von europäischen Markt oder zumindest von deutschen. Unser Filamenthalter. Irgendwas, keine Ahnung. Nochmal ein Stepper-Motor.
Noch mal ein paar. Oh, okay, noch mal ein paar viele Rods. Diesmal ein bisschen größer. Dieses Ding hier. Alle möglichen Schrauben. Eine SD-Karte. Wahrscheinlich mit der Software. Bisschen Filament und ein Scraper. Cool. Das finde ich cool, dass sowas beiliegt. Okay. Cool. Das ist ein Scraper, finde ich echt cool. Ich sehe was. Das ist ja geil. Wir haben einen kleinen Cutter dabei. Das finde ich cool. Wenn sowas beiliegt, bin ich schon glücklich. Aber so ein bisschen Werkzeug. Ach, und hier ist die kleine Nadel, womit ich dann die Düse sauber machen kann. Und Werkzeug. Ah, es ist Werkzeug dabei. Ich liebe es. Und Kabelbinde. Oh je, ein Zahnriemen. Und ganz viele Schraubis. Oh nein. Oh nein, Schraubis. Ganz viele Schrauben. Hier haben wir Ersatznozzeln. Stimmt, Nozzeln kann ich damit reinigen. Irgendein Kugellager. Unseren SD-Kartenleser inklusive Software. Wir haben ein Limit-Switch Z-Achse. Okay. Und eine Mini-Tüte mit Probfilament in Weiß. Ich war schon klug. Ich habe schon schwarz und blau gekauft. Zum Testen, weil das Ding hält nicht lang. Ja, hol ich meinen Drucker wieder. Ich weiß immer noch nicht, wo ich ihn anfassen darf und wo nicht. Deswegen fasse ich ihn sehr vorsichtig an. Und das war es jetzt mal mit dem Unboxing. Wenn ihr sehen wollt, wie ich dieses Ding zusammenbaue, dann müsst ihr auf den Hauptkanal. Auf dem Hauptkanal findet ihr das Video zum Zusammenbau des 3D-Druckers. Tut mir leid, aber ist so. Das ist der Unboxing-Kanal. Daher, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt mir gerne einen Kommentar drunter, lasst ein Abo da, wenn ihr drauf Bock habt. Wir sehen uns beim nächsten Video oder beim Zusammenbau von diesem hübschen Teil. Macht's gut, bis demnächst. Ciao!